Ja, moin ihr Lieben, hier ist wieder die nordische Sprotte. Ja, bei dem Wetter dachte ich gehe mal raus und ja, es macht einfach viel mehr Spaß hier draußen ein Video zu machen. Allerdings ist es mir unwahrscheinlich kalt heute. Deswegen habe ich meine Winterjacke nochmal angezogen. Und ich muss natürlich auch irgendwie in den Schatten. In der Sonne funktioniert das alles nicht. Das muss ich wirklich nochmal ausprobieren, glaube ich. Ja, die letzte Woche war, was das Abnehmen angeht, erfolgreich. 75,2. Also ist wieder gut ein Kilo etwas drüber runter. Das ist schon mal super. Ja, was mich natürlich immer noch nervt, und das ist ja eigentlich das, was ich in den vorherigen Videos halt auch gesagt habe, dass ich nicht so recht in die Gänge komme. Und ich habe das Gefühl, dass die, ja, diese Art von Diät, die ich gerade mache, es ist ja eine Ernährungsumstellung, aber ich esse natürlich weniger, als ich eigentlich sollte, um abzunehmen, dass das jetzt so die anderen Problematiken hervorbringt. Ja, halt dieses Prokrastinieren, dieses Schieben von Aufgaben, die man gerne erfüllen möchte, die man eigentlich auch gerne macht. Und ich kriege die Kurve im Moment auch wieder nicht für die Entspannungsmethoden. Vorher hat das ja abends ganz gut funktioniert, jetzt bin ich abends müde, jetzt habe ich gar keine Lust da, mir noch irgendwas anzuhören. Und ja, es wäre jetzt halt ganz schön, wenn ich das tagsüber machen würde, weil ich merke einfach, dieser innere Stress, der bremst mich auch aus. Ich bin nach meinem Burnout 2015, glaube ich, habe ich den überhaupt noch nicht im Griff. Diese innere Anspannung, die jetzt natürlich auch stärker geworden ist, dadurch, dass ich nicht in Urlaub komme oder mal, ja, einfach mal richtig abschalten kann, weil ich auch nicht zu Hause bin. Ja, das fehlt einfach. Und ich muss mir halt diese Entspannung woanders herholen. Und es fällt mir alles unwahrscheinlich schwer, irgendwas zu verändern. Das ist richtig, richtig nervig. Ich habe jetzt schon gestern ein paar Leute angemorst, die mir im Garten helfen, die mir im Haushalt helfen. Weil es muss einfach sein, sonst habe ich das Gefühl, ich komme überhaupt nicht in die Gänge. Ich muss jetzt einfach jemanden auch mal haben, der für mich die Sachen erledigt. Sonst ist das einfach total nervig. Ja, wie gesagt, ich wollte ja auf jeden Fall bis 70 Kilo so weitermachen. Dann wollte ich ja ein bisschen mehr essen. In der Hoffnung, dass ich dann vielleicht auch ein bisschen mehr Kraft bekomme. Das sagte ja die Carola auch, bei der ich den Kurs mache, dass das besser wäre. Also dieser Start, Diät plus Ernährungsumstellung auf absolut Low Carb, war ein bisschen blöd, aber gut, es ist jetzt einfach so. Ja, also ich werde jetzt noch, ich hoffe ja vielleicht in 5, 6 Wochen, dass ich denn soweit bin, also zum Juni hin. Und dann schauen wir mal weiter, wie das denn wird. Lustig ist nur, dass ich merke, obwohl ich weniger Sport mache, dass ich beweglicher bin. Ich bin letztens auf allen Vieren, Hintern nach oben, auf dem Boden längs gelaufen, weil ich war bei meiner Katze und wollte ja runter. Und dann stellte ich fest, dass ich das ganz leicht machen kann. Und ich bin vor 2 Tagen mal so 11 Minuten gejoggt. Langsam, aber einfach mal die Straße hoch und runter. Das hätte ich vorher nicht machen können. Da hatte ich Angst loszulaufen. Als wenn dann irgendwas kaputt geht. Also, das ist das Positive an der Sache, dass ich ja auch jetzt in andere Dinge reinpasse. Andere Dinge, sag ich schon, andere Klamotten. Ich hatte jetzt auch wieder 2 Jeans, in die ich reinpasse. Ich habe jetzt fast, ja wirklich, man kann sagen, ein paar Jahre keine Jeans getragen. Weil ich einfach keine Lust hatte, mir für diese Figur, die ich da hatte, welche zu kaufen. Jetzt passe ich in 2 Jeans rein, bin total glücklich, wollte sie auch anbehalten und mir ist das einfach zu kalt. Jetzt sitze ich wieder in meiner dicken Fleece-Hose, weil die Jeans mir einfach zu kalt sind im Moment. Also ich hoffe mal, dass ich sie zumindest im Sommer dann mal tragen kann, ohne dass ich so friere. So, dann wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund. Und ja, hinterlasst gerne ein Like, ein Abo, freue ich mich drüber, oder einen Kommentar. Und wir sehen uns dann nächsten Sonntag um 18 Uhr.